Liebe Geschwister, stellt euch vor, schließt eure Augen dabei, wenn ihr wollt, wenn ihr euch so besser die Situation vorstellen könnt. Ihr seid in einer Wüste. Keine Pflanze weit und breit. Kein Tier weit und breit. Kein Mensch, kein Haus. Einzig und allein die Wüste weit und breit und die heiße Sonne über euch und ihr durstet und ihr hungert und ihr wünscht euch Schatten, ihr wünscht euch Geborgenheit, ihr wünscht euch Sicherheit. Und ihr wisst, Allah Ta'ala ist Al-Mujib, der Erfüller des Bittgebets. Worum bittet ihr ihn? Noch dramatischer, stellt euch vor, es ist eure Frau und euer neugeborenes Kind, was in dieser Situation ist. Worum bittet ihr Allah in diesem Moment für diese Situation? Ibrahim alayhi salam, wie in der 14. Sure festgehalten ist, er befand sich eben in dieser Situation, gerade diese Situation, dass er seine Frau und sein neugeborenes Kind, der Friede sei auf beiden, auf allen, in einer Wüste zurücklassen sollte, wo kein einziger Halm, kein Grashalm vorhanden war. Und worum hat er Allah Ta'ala gebeten, von dem er wusste, dass er der Erfüller des Bittgebets ist? رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. O mein Herr, auf dass sie das Gebet verrichten werden und auf dass die Herzen der Menschen, die später kommen werden, ihnen zugeneigt sein werden. Und erst danach, und versorge sie mit Früchten, aber auch nur deswegen, auf dass sie dir dankbar sein mögen. Auf dass sie dir dankbar sein mögen. Und das ist die wahre Reihenfolge unserer Bedürfnisse als Mensch. Nicht, dass wir zuerst an unsere physiologischen Bedürfnisse denken, die praktisch auch die Tiere mit uns teilen, ja, so essen, trinken und ja, Sicherheit etc., sondern zuallererst gibt es das Bedürfnis unserer Seele nach Kontakt. Das ist As-Salah, rein wortwörtlich, ja, der Kontakt, die größte Telekommunikationsfirma in der arabischen Welt heißt Itti Salat. Ja, Kommunikation, Kontakte. Das ist das wichtigste Bedürfnis des Menschen. Und danach, dass er mit anderen Menschen in Harmonie lebt. Und dann sind es die, ja, die Bedürfnisse, die wir auch mit den Tieren teilen. Und natürlich wird dies in der atheistischen Welt umgedreht. Ja, der berühmte Psychologe Maslow, er hat in seiner Bedürfnispyramide erst die sozusagen tierischen Bedürfnisse aufgeführt und danach aufbauend die sozialen Bedürfnisse. Und irgendwann kamen dann das Bedürfnis dazu, die Sinnsuche, die Suche nach Gott etc. Aber das ist es nicht, was den Menschen an und für sich ausmacht. Allah Ta'ala hat den Erfolg des Menschen daran festgemacht, wie gut sein Kontakt zu ihm ist. Allah sagt in der 23. Sure, Al-Mu'minun, قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Bereits erfolgreich sind die Gläubigen, die Imanhabenden, und sie werden beschrieben, die in ihren Gebeten, ja, in ihren Kontaktaufnahmen zu Allah demütig sind und die sich vom leeren Gerede, ja, fernhalten. Und wie viel ist das leere Gerede in unserer Welt? Und diejenigen, die Zakat geben, die anderen Menschen helfen, und diejenigen, die ihre
Scham hüten, die keine Unzucht begehen. Das sind die ersten vier Eigenschaften der Erfolgreichen. Angefangen damit, diejenigen, die in ihrer Beziehung zu Allah im Gebet demütig sind. Und weiter sagt Allah, وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Diejenigen, die das anvertraute Gut wieder zurückgeben. Du hast etwas ausgeliehen, dann gibst du es auch wieder zurück. Und die ihre Versprechen einhalten. Und dann schließt Allah diese Auflistung wieder damit ab und diejenigen, die auf ihre Gebete Acht geben, die dies bewahren. Das heißt, von den sieben Erfolgskriterien haben zwei mit dem Gebet zu tun, beziehungsweise es fängt an mit dem Gebet, dass man darin demütig ist, und es hört damit auf, dass man auf die Gebete achtet und sie bewahrt. Das ist unser Schlüssel, liebe Geschwister, zum Erfolg. Allah sagt im Koran, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Und verrichte das Gebet, denn wahrlich, das Gebet hält dich davon ab, das Schlechte und das Abscheuliche zu tun. Das ist praktisch ein Vitaminkomplex, was dein Immunsystem stärkt, und dann gehst du raus in eine Welt und siehst Bazillen und Bakterien und Viren, alle möglichen Krankheiten, aber du kannst dich nicht anstecken. Warum? Weil dein Immunsystem ein starkes ist. Und wenn du dich stärkst mit dem Gebet, dein spirituelles Immunsystem, dann können die Sünden, die nach dir verlangen, dich nicht erwischen. Sie können dich nicht krallen, weil du bist immun dagegen. Allah verspricht dies. Das Gebet hält dich ab von den schändlichen und von den abscheulichen Taten. Es kam ein Mann zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, wie Imam Ahmed berichtet und wie Ibn Kathir in seinem Tafsir mit aufgenommen hat, und sagte, O Gesandter Allahs, ich kenne jemanden, der betet nachts, aber morgens, da geht er klauen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das, was du sagst, also das Gebet, wird ihn eines Tages davon abhalten. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er nutzte die Gelegenheit nicht dazu, um beispielsweise zu sagen, ah, sein Gebet ist nicht richtig angenommen, oder er betet nicht richtig, ja? Sondern er nutzte die Gelegenheit zu sagen, dass diese sündhafte Person, Alhamdulillah, betet und dass das Gebet eines Tages diese Person davon abhalten wird, zu stehlen. Was haben wir für Diebstähle? Jeder Diebstahl, jede Sünde ist eine Art Diebstahl. Denn wir nehmen von etwas, was wir nicht nehmen dürfen. Wir übertreten ein Gebiet, wir betreten ein Gebiet, was wir nicht betreten dürfen. Was sind unsere Diebstähle? Aber unser Gebet, wenn wir es als solches nutzen, wird uns eines Tages aus dieser Sünde herausholen. Und der Scheitan, er dreht es um. Er sagt, du kannst doch nicht beten, du bist doch viel zu schmutzig. Guck mal, was du machst diese und jene Sünde. Aber wer braucht die Medizin? Der Kranke oder die gesunde Person? Der Kranke, Allahu Akbar. Das heißt, wenn wir krank sind und nach Sünden verlangen, dann brauchen wir unsere Medizin, damit wir dies nicht mehr tun. Und so ist es auch mit dem Gebet. Und sowieso, keine Sünde kann schlimmer sein als Muslim, dass man sein Gebet vernachlässigt. Keine Sünde kann schlimmer sein, liebe Geschwister. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass das allererste, wonach am Tag des Gerichts gefragt wird, das Gebet sein wird. Das allererste. Und wenn es gut gewesen ist, dann werden alle anderen Taten auch gut gewesen sein. Und wenn es schlecht gewesen ist, dann werden alle anderen Taten auch schlecht gewesen sein. Weil dieses Gebet eben ein Immunsystem gegen Sünden bedeutet. Und weil es einen dazu
verhilft, es gibt einem Stärke, den guten Weg zu gehen, der vielleicht von wenigen Menschen gegangen wird. Oder der vielleicht etwas Anstrengung von uns erfordert. Und deswegen sagt Allah Ta'ala auch im Koran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und sucht Hilfe durch die Geduld und durch das Gebet. Das heißt, egal in welcher Notlage du dich befindest, wende dich zum Gebet und sei geduldig. Und Allah sagt, das Feld, das ist eine gewaltige Sache, außer für diejenigen, die demütig sind. Das heißt, das fällt einem sehr, sehr schwer, wenn man nicht zu den Demütigen gehört. Und so können wir uns testen. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben und wir wissen, wir sollten jetzt eigentlich beten, weil das ist unsere Lösung, weil Allah sagt, such Hilfe im Gebet. Und wenn wir merken, wir haben irgendwie keine Lust, wir wollen irgendwie nicht, umso mehr wir nicht wollen, umso hochmütiger sind wir. Warum? Weil Allah gesagt hat, dies fällt denjenigen schwer, dies ist eine schwere Angelegenheit, außer für diejenigen, die das Gegenteil von hochmütig sind, nämlich demütig. So ein guter Indikator, ja, so eine Art Anzeiger, ja, wie hochmütig bzw. wie demütig man ist. Und wenn wir das verstanden haben, dass das Gebet unser Kontakt zu Allah bedeutet, dass vom Gebet unser Erfolg abhängt, dass vom Gebet unsere Stärke gegenüber den Sünden abhängt, dass von unserem Gebet die Kraft für das Gute abhängt, dann werden wir auch verstehen, warum, wenn die Bewohner des Höllenfeuers befragt werden, warum sie die folgende Antwort geben. Allah Ta'ala hält diesen Dialog im Koran fest. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch in das Höllenfeuer gebracht? Was antworten sie? Qalu lam naku minal musallin. Und sie sagten, wir waren nicht mit den Betenden. Wir waren nicht von den Betenden. Weil ohne Gebet, was hast du? Du hast kein Immunsystem. Du hast keinen Kontakt zu Allah. Dir fehlt Kraft, um vom Schlechten wegzubleiben. Dir fehlt Kraft für das Gute. Und das Besondere an diesem Vers ist auch, sie haben nicht gesagt, wir haben nicht gebetet. Sondern sie haben noch mehr gesagt, wir gehörten nicht zu den Betenden. Das gibt dir den Hinweis, du sollst auch zu der Gruppe der Betenden dazugehören. Funktioniert sowieso nicht, alleine nur zu beten. Ja? Das ist wir Menschen, wir brauchen die Gemeinde. Egal, was wir an Gutem vorhaben, wir müssen uns immer mit einer Gemeinde umgeben, die uns dabei unterstützt. Das heißt, bete und lebe mit den Betenden. Teile dein Leben mit den Betenden. Befreunde dich mit ihnen. Und wenn man jemanden befreundet, so nimmt man schnell seine Eigenschaften an. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, schau, mit wem du dich anfreundest, denn man nimmt die Eigenschaften von seinen Freunden an. Man nimmt die Eigenschaften von seinen Freunden an. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Scheitan uns mit verschiedenen Mitteln vom Gebet abhalten möchte. Allah sagt in der 5. Sure, ab dem 90. Vers, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Der Scheitan will ja nur Feindschaft und Hass zwischen euch stiften, indem er Glücksspiel und das Berauschende einsetzt. Also das Glücksspiel und das Berauschende sind zwei Mittel, zwei Wege, die der Scheitan dazu nutzt, dass Feindschaft und Hass zwischen den Menschen entsteht. Und weiter, und er will euch vom Gedenken an Allah abhalten und vom Gebet. Seht ihr? Er will Mittel benutzen, damit wir nicht mehr an das Gebet denken, damit wir uns nicht mehr Allah Ta'ala nähern
wollen, weil er weiß, was es bedeutet, wenn ein Muslim betet. Dann ist er in einem gewissen Schutz, liebe Geschwister. Und Allah sagte, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Werdet ihr also damit aufhören? Das heißt, wir alle sollen eine feste Absicht schließen, dass wir diese Dinge nicht mehr begehren. Nicht nur damit aufhören, ja, wir hören damit auf, aber wir versuchen auch unsere Herzen zu erziehen, dass wir diese Dinge nicht mehr wollen. Weil unsere Herzen sind verzogen worden, schlecht erzogen worden, wenn wir nach solchen Dingen verlangen. Eine Stufe mehr, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt in der 20. Sure, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Und fordere die Deinen, ja, deine Familienmitglieder, deine Freunde, fordere sie zum Gebet auf, ermutige sie dazu und sei selbst darin ausdauernd. Hier lernen wir daraus, dass wir mit gutem Vorbild vorangehen müssen. Nicht nur für uns selbst beten, sondern auch andere durch das gute Beispiel einladen. Und Allah sagt an dieser Stelle, wir fordern von euch, oder wir fordern von dir keine Versorgung. Wir sind es, die versorgen. Und der gute Ausgang ist für die Gottesfürchtigen bestimmt. Ibn Kathir sagte das nur dazwischen geschoben, dass diese Aya ein Beleg dafür ist, dass diejenigen, die ihre Gebete einhalten, von Allah mehr versorgt werden. Und dass die Versorgung auch leichter zu einem kommt. Wie auch Allah Ta'ala im Koran sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und derjenige, der gottesfürchtig ist, der bekommt Auswege aus Notlagen. Und er bekommt Versorgung über Wege, mit denen man nicht rechnet. Das heißt, du denkst an dein Portemonnaie, dann fang an, 5 Mal am Tag zu beten und du wirst sehen, wie es sich nach und nach mehr und mehr füllt, inshallah. Und wenn man andere zum Gebet einlädt, hat man sie gleichzeitig von 1000 und mehr Sünden ferngehalten. Und wir wissen, wie schwer es ist, jemanden von einer Sache wegzubringen. Ja, dann kommt man erstmal in Diskussion und dann denkt man, ja, der denkt, der wäre besser als ich und der will hier nur den Boss spielen und den Obermacker und den Besserwisser. Und dann, es wird schwierig. Aber zum Gebet einladen, ja, das ist eine schöne Einladung. Und wer diese Einladung annimmt, der hat die Garantie von Allah Ta'ala sicher, dass er seine Sünden wird verlassen können, weil er von den schlechten und von den abscheulichen Taten abgehalten werden wird. Wie der Dieb, der aber auf seine Gebete geachtet hat, wo der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet wird ihn davon abhalten. Und hier sehen wir auch, wie der Islam eine Gesellschaft gründen möchte. Auf Werte in den Seelen der Menschen. Nicht durch irgendwelche Überwachungskameras und ja, komm, lauern wir ihm auf und dann werden wir ihn erwischen und dann wird es 2 Zeugen geben und dann wird es einen Gerichtsprozess geben, etc. Aber all das wird immer wieder überwunden werden können, diese ganzen Sicherheitssysteme. Und am leichtesten von denen, die sie dann herstellen und kontrollieren. Und was macht man dann? Ja? Aber nein, eine Gesellschaft muss auf Seelen aufgebaut sein, auf Werte aufgebaut sein. Erst dann wird sie eine glückbringende Gesellschaft sein. Ich möchte die Erfahrung von 2 Brüdern weitergeben, die mich vertrauenswürdig erreicht hat. Das heißt, ihr könnt die Überlieferungskette nachher bei mir erfragen. Jemand, der damals Drogen genommen hat. Allah wollte, dass er mit Freunden eines Tages in die Moschee kommt und dass er nur ein Gebet betet. Er hat dort sein Mittagsgebet oder Nachmittagsgebet gebetet. Und im weiteren Verlauf des Tages wurde er wieder dazu eingeladen, Drogen zu nehmen. Und er sagte, heute brauche ich das nicht. Das heißt, dieses eine Gebet hat ihm Herzenserfüllung gegeben, dass er die Drogen nicht mehr verlangt hat. Und ein anderer Bruder, der die Nacht vorher im Knast verbracht hat und der mit der Bierflasche hier in der Nähe gesessen hat in einer Ramadan-Nacht, der hier eingeladen wurde, um eine warme Mahlzeit zu bekommen, weil man ihn bemitleidet hat,
Mit ihm war ich damals am Platz der Republik und jemand hat ihn zu sich gerufen, der halt so zum Milieu dazugehört. Ja, man hat ihm angesehen, der war so ein bisschen so ein richtiger Gangster eben, ja. Und ich habe mir Sorgen gemacht, nicht, dass er wieder vom Weg wegkommt, weil der Bruder war, er wurde Muslim und war aber auch crackabhängig. Also hat wirklich eine ganz harte Droge genommen, ja, die einige Menschen dazu bringt, sogar Familienmitglieder zu verraten und zu verkaufen. Und er kam nach 10 Minuten wieder und ich sagte, und, wie lief das Gespräch? Und er sagte, ja, ich habe ihn dazu eingeladen, zur Moschee zu kommen. Und davon erzählt, wie großartig die Religion ist und dass ich zu Allah gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, gut, jemand, der so lange Drogen genommen hat und dann auf einmal anfängt, von Gott zu erzählen, vielleicht wird er nicht richtig ernst genommen. Ich habe gefragt, und, hat er dich überhaupt ernst genommen? Ja, ich habe das respektvoll rübergebracht, inshallah. Und dann sagte er mir, immer dann, wenn jemand 800 Euro ablehnt. Sie hat eine Einladung bekommen, dass die mit 800 Euro losziehen und halt Crack rauchen. Immer dann, wenn jemand 800 Euro ablehnt, wird er ernst genommen. Und subhanallah, das war jemand, der zuvor wirklich keine Kontrolle über sich hatte. Wie ein Tier gelebt hat. Und jetzt kann er zu einer ehemaligen Sucht ganz normal Nein sagen. Das ist diese Kraft, liebe Geschwister, die vom Gebet ausgeht und die von keiner anderen Sache auch kommen kann. Gerade schlechte Angewohnheiten kriegt man nur durch gute Angewohnheiten weg. Und das Gebet, liebe Geschwister, ist die prägendste und stärkste Angewohnheit, die ein Muslim haben sollte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, O Mensch, nimm dir dazu Zeit, Verzeihung, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er gab Allahs Worte wieder, ja, von Imam Tirmidhi festgehalten und auch als Sahih erklärt bei den Überlieferungen, die jetzt nun kommen. Allah sagt, O Mensch, nimm dir Zeit, mir regelmäßig, stetig zu dienen. Und ich werde deine Brust mit Reichtum, mit Genügsamkeit füllen, Al-Rina. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich deine Brust mit Armut füllen und deine Hände mit Arbeit. Subhanallah. Liebe Geschwister, Reichtum ist etwas, was im Herzen Platz hat. Und Al-Rina bedeutet auch die Bedürfnislosigkeit. Weil du kannst reich sein, aber immer noch Bedürfnisse haben. Aber dieses arabische Wort, ja, Al-Rina, und Allah ist auch Al-Rani, deswegen gibt es auch Muslime, die heißen Abdul Rani, wie Allah Ta'ala im Koran sich selbst beschreibt mit Al-Rani. Er ist bedürfnislos. Er ist unbedürftig. Und Allah Ta'ala verspricht den gläubigen Dienern eine Unbedürftigkeit, ein Reichtum gekoppelt mit Unbedürftigkeit. Das bekommen diejenigen, die sich Zeit nehmen, Allah Ta'ala zu dienen. Und diejenigen, die sich von Allah abwenden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam weitergab von Allah Ta'ala, die werden in ihren Händen nur Arbeit haben und in ihrer Brust nichts als Armut. Und in ihrer Brust nichts als Armut. Und Allah Ta'ala, er hat für den Menschen eine einzige Armut geschrieben, liebe Geschwister. Nämlich im Sinne von Bedürftigkeit. Al-Faqr im Sinne von Bedürftigkeit. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wa Allahu huwal ghaniyyul hamid. O ihr Menschen, ihr seid es, die gegenüber Allah bedürftig sind, arm, um von Allah Ta'ala reich gemacht zu werden. Aber Allah ist der Unbedürftige, der Lobenswürdige. Und wir leben in einer Gesellschaft, die Dinge kauft, die sie nicht braucht. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen. Meist mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir noch nicht mal mögen und die uns auch noch nicht mal richtig mögen. Nur um diese Erfüllung zu bekommen. Aber die Erfüllung bekommen wir nur, wenn wir uns Allah Ta'ala widmen. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Und um wahren Reichtum, um wahre Unbedürftigkeit bitten, er ist der Einzige, der uns dies zu erfüllen vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, diese Worte zu sprechen fallen leicht und sie zu hören fallen auch leicht. Diesen Weg zu gehen, liebe Geschwister, das ist eine Aufgabe. Wir haben über diejenigen gesprochen, die erfolgreich sind. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. Und Allah Ta'ala sagt am Anfang der Al-Baqarah: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah Ta'ala, er spricht von den Muflihun. Und am Anfang der 23. Sure spricht er von قد أفلح. Ja? Und der Muflih ist derjenige, der dieses Verb aflaha praktiziert. Und zum Gebetsruf hören, im Gebetsruf hören wir auch Hayya alal falah. Erfolg. Was bedeutet dieses Wort? Bedeutet das, dass man durch Aussprechen auf einmal super glücklich wird? Al-Filahiyya, liebe Geschwister, bedeutet die Landwirtschaft. Und Al-Falah, das ist der Bauer. Und was macht der Bauer? Ja, das ist dasselbe Wort, also dieselbe Wortwurzel. Der Bauer, der beackert den Boden, ja, und der sät aus und der rupft Unkraut und der entfernt irgendwelche Insekten und bewässert, ja, und alle möglichen Jahreszeiten ist er irgendwie beschäftigt. Im Frühjahr, im Sommer, Herbst, Winter, immer hat der Bauer irgendetwas zu tun. Er muss auch die Nutztiere pflegen, ja, sein Ochse, der den Pflug zieht und so weiter. Und er ist ein Falah. Und Falaha bedeutet etwas zu beackern, ja, bebauen, bepflügen. Das ist also harte Arbeit. Das heißt im Wort Muflih, diese sind die Muflihun oder قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Da steckt das Wort Arbeit auch drin, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, dieses Glück müssen wir uns auch erarbeiten. Gerade wenn wir irgendwo nicht mit Null anfangen, sondern aus dem Minus uns herausarbeiten, aufgrund unserer Vergangenheit. Wir werden die Fortschritte spüren und dann werden sie für uns auch uneintauschbar sein. Aber wir müssen sie uns auch erarbeiten, liebe Geschwister. Allah Ta'ala, und in Bezug auf das Gebet, bedeutet das auch Arbeit. Selbst wenn wir uns aufstellen zum Gebet, ist unsere Arbeit nicht beendet damit. Allah Ta'ala sagt in seiner ersten Ansprache zu Musa, alayhi salam, die man in der 20. Sure nachlesen kann, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Ich bin Allah, es gibt keine Gottheit außer mir, so diene mir. Wa aqimis salata lidhikri. Wa aqimis salata lidhikri. Und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Aber tun wir das? Wenn wir beten, sind wir wirklich bei Allah? Oder sind wir verstreut? Und daran liegt es auch, dass einige sich selbst fragen, ja, ich bete, aber irgendwie mein Leben ändert sich nicht großartig. Weil du dich nicht in deinem Gebet änderst. Weil das Gebet eine Art Gymnastik ist. Aber das Gebet sollte ausschließlich für Allah Ta'ala sein. Und ausschließlich sollte man an ihn denken. Allah sagt in der 73. Sure, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Und gedenke des Namens deines Herrn. Sei mit Allah Ta'ala verbunden. Und widme dich ihm ganz und gar. Ich habe das Wort Batala im Wörterbuch nachgeschlagen. Und dort habe ich Bedeutungen gefunden, wie abschneiden, abtrennen, abschließen. Das heißt, du bist ganz abgeschnitten von allen anderen Gedanken und nur mit Allah Ta'ala beschäftigt in deinem Gebet. Und weitere Wörter, sehr interessant, habe ich neu gelernt. Al-Batul, das ist die Jungfrau, ja, weil die sich abgeschnitten hat von den, also von der Welt und ja, von dem, was ihr verboten ist. Das heißt, das ist ein wirklich forderndes Wort. Du sollst dich 100% konzentrieren. Und noch mit Betonung, Tabetila, ja, mit einer gewissen Anstrengung. Sei also von der Welt abgetrennt, wenn du mit Allah Ta'ala sprichst und in Kontakt bist. Und das mit einer großen Mühe. Und das müssen wir, liebe Geschwister,
in unseren Gebeten erreichen. Und wenn wir das in unseren Gebeten erreicht haben, weil unser Gebet uns jetzt erzieht, werden wir auch im Alltag ein solches Leben verspüren. Einer der berühmten Gelehrten, der auch Handel betrieb, er wurde von seinen Schülern eines Tages geprüft. Sie sagten, deine Handelsschiffe sind untergegangen. Und er sagte, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Und lehrte ganz normal weiter. Und dann ein paar Wochen später sagten sie, ah, deine Handelsschiffe sind doch nicht untergegangen, die haben einfach nur einen anderen Kurs eingeschlagen. Sagt Alhamdulillah, und der Tag ging auch für ihn ganz normal weiter. Warum? Weil er die Welt in der Tasche hatte, aber nicht im Herzen. Wir sollen die Welt in der Tasche haben, in unserer Hand haben, aber sie sollte nicht Zugang zu unserem Herzen gefunden haben. Liebe Geschwister, wenn wir uns mit dem Gebet beschäftigen und wenn wir uns mit Allah Ta'ala beschäftigen, dann wissen wir, dass wir das Gebet brauchen. Und dann werden auch die meisten Pseudogründe, scheinbaren Gründe, warum wir nicht beten, die lösen sich in Luft auf. Wir alle wissen, dass wir könnten, wenn wir wollen würden. Und dass wir wollen würden, wenn wir verstehen würden. Und dass wir verstehen würden, wenn wir uns Mühe geben würden. Und dass es andere Menschen gibt, die auch, die arbeiten auch, die gehen auch in die Schule, die gehen auch in die Uni, die arbeiten in hohen Positionen, sind auch Leistungssportler etc. Und die kriegen es auch hin, fünfmal am Tag richtig zu beten. Das heißt, wir sollen dieses Verlangen im Herzen haben. Und dann wird Allah Ta'ala uns auch dazu führen, dass wir die Pflicht nicht als Pflicht betrachten, vorerst, sondern als Gnade. Wie auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Bilal sagte, Aqim is-Salah, arihna biha, ja Bilal. Rufe zum Gebet und befreie uns dadurch. Erfrische uns dadurch. Weil er seine Erfrischung und seine Befreiung, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Prophetengefährten im Gebet gefunden hat. Das heißt nicht, das heißt, wir sollen sagen, befreie mich durch das Gebet, oh Allah, und nicht, oh Allah, bitte befreie mich vom Gebet. Bitte helf mir, dass ich meine 5 Gebete tagtäglich abhaken kann. Nein, befreie mich durch das Gebet. Das ist viele Stufen höher, als wenn man sagt, befreie mich vom Gebet. Ich darf kurz an die 5 Stufen nach Ibn al-Qayyim erinnern, die er festgehalten hat, von denen, die beten. Die 5. Liga, das sind diejenigen, die die Regeln nicht richtig einhalten. Die ihre Gebetswaschung nicht richtig machen, die die Zeiten nicht richtig einhalten. Ibn al-Qayyim sagte, diese Menschen werden bestraft werden. Diese Menschen werden bestraft werden. Dann sagt er, diejenigen, die zwar die Regeln einhalten, aber die im Gebet komplett woanders sind, die nicht mit Allah Ta'ala in Wirklichkeit im Herzen Kontakt haben. Da sagt Ibn al-Qayyim, diese Menschen werden verwarnt. Also da ist schon eine Art Schrecken mit dabei. Keine Strafe, aber eine Verwarnung. Ja, und wer will schon eine Verwarnung von Allah Ta'ala bekommen? Erlöst sind diejenigen, die gegen Einflüsterungen im Gebet ankämpfen. Erlöst. Aber wollen wir nur erlöst werden? Wollen wir nicht von Allah Ta'ala mehr als dies verlangen? Belohnt werden diejenigen, die nicht nur gegen die Einflüsterungen ankämpfen, sondern davon befreit sind. Durch ihre starke Konzentrationsübung. Durch ihre Anstrengung. Und noch besser ist, als, und das ist die erste Liga, wenn man Sehnsucht nach dem nächsten Gebet hat. Du hast dein Gebet abgeschlossen. Wenn du Sehnsucht zum nächsten Gebet hast, nach dem nächsten Gebet hast, dann bist du auf der höchsten Stufe der Betenden. Und inshallah werden wir alle nach und nach in diesen Stufen, diese Stufen aufsteigen. Allahumma amin.